Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Scum. Letzte Mal hier ausgeloggt. Ja, heute auf dem Weg. Ah, Moment. So. Dann jetzt heute mal auf der Suche weiter nach, keine Ahnung. Irgendwie erstmal zumindest einen Rucksack. Aua. Ich würde fast mal behaupten, dass der Knüppel hier definitiv tausendmal besser ist wie alles andere. So ein Shit hier schon wieder. Ja, nur noch 79% Gesundheit. Das Ding jetzt erstmal hier reinhauen. Bevor wir jetzt hier wieder sterben, werde ich jetzt definitiv hier erstmal das Zeug behandeln. Also. Nur hoch hier. Ja. Jetzt ist erstmal Priorität, würde ich sagen. Ups. Einen Rucksack zu finden. Damit wir vielleicht auch mal ein bisschen was mehr an Zeug mitnehmen können. So. Da ist auf jeden Fall nochmal Bolzen. Die können wir zumindest mal mitnehmen. Das hier würde ich auch mitnehmen. Zumindest auf jeden Fall mal, um vielleicht beim Notfall irgendwas hier von dem Zeug zerschneiden zu können. Kriegen wir nämlich mehr Zeug raus, wie als wenn wir das mit der Axt machen oder so. Ach, scheiße. Hier ist irgendwo. Ist klar. Erst steht die Dame, wenn wir dann nochmal zuschlagen, fällt sie urplötzlich hin. Oh. Also manchmal sind die Zombies schon ein wenig merkwürdig, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. So, halt. Die hatte noch einen, wenn es auch nur ein kleiner ist, aber sie hatte, oder einen fast kaputten, aber sie hatte einen Bolzen dabei. Nee. So. So, aber im Moment, ich meine, ihr seht es ja selber, wir haben schon wieder das Problem, dass wir hier kaum irgendwie. Rucksack finden. Das ist echt frustrierend manchmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich spiele das Spiel jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, mit über 4.500 Stunden Scum-Zeit, aber in dieser Kirche war ich definitiv noch nie drin. Ich glaube, heute machen wir Premiere, heute gehen wir in die Kirche. Ich weiß nicht, warum ich da noch nie drin war, aber ich weiß es echt nicht. Aber ich glaube, das ist auch wirklich der einzige Ort, wo ich noch nie in der Kirche war. In den anderen Orten war ich schon überall mal drin. Keine Ahnung, ob ich gedacht habe, hier ist kein Loot drin oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, wenn ich ehrlich bin. Gut. Eine Electrical Set. Also zum Reparieren, Herstellen, keine Ahnung.
Kann ich nur leider nicht mitnehmen. Ja, ich komme ja schon helfen. So. Ihnen wurde geholfen. Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an den Support. So. Juhu! Ich habe mal eine Hose, die ein bisschen mehr so Platz hat und vor allen Dingen ein bisschen dunkler aussieht. Ja. Das Ding noch mitnehmen. Ach, Quatsch, so. Halt, hier ist gar kein Fenster. So, da könnten wir, wenn wir Glück haben, Maiskörner, ne, Sonnenblumenkörner kriegen, Kerne kriegen Körner. Mhm. Wer kennt sie nicht, die Sonnenblumenkörner? Aber ich glaube, den Hut lasse ich auch mal hier, weil, wie gesagt, der gefällt mir auch gar nicht. Mir fällt der Stroh, der, ne, mir gefällt der Strohhut davon wesentlich besser wie der Bambus. Deshalb, lassen wir den Bambus einfach mal aus. Also ich finde, der sieht nicht besonders toll aus. So, chup. So. Jo, ich glaube, das war's hier an Gebäuden. Naja, dann gehen wir jetzt mal. Vielleicht haben mir auch die Statuen hier Angst gemacht. Oder ich weiß es nicht. Was heißt Angst gemacht? Nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß definitiv nicht, warum ich hier noch nie in der Kirche war. Vor allen Dingen, so vom Vorplatz her würde ich sogar fast schon sagen, das ist sogar eine der schönsten Kirchen hier in Scum. Es könnte natürlich sein, ja, ich wollte gerade sagen, dass hier jetzt wieder tausende, aua, Zombies rumfliegen. Ich glaube, ja, ich bin schon wieder so doof und das überleben wir nicht. Ach, scheiße. Ja, das war jetzt Tod des Fallis. Ich weiß nicht warum, ich weiß es echt nicht. Warum musste ich Depp jetzt so rumlaufen, um hier mir alle Zombies spawnen, pullen, egal. So, wir machen zufällig. Gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Natürlich Schneegebiet. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Da will ich nicht hin. Oh. Meine Fresse. Das war jetzt aber. Ich weiß, wo wir jetzt hier sind und da will ich gar nicht hin. Ich wollte erst in die Richtung lenken, weil ich gedacht habe, das wäre ein kleines eine kleine Ortschaft. Aber das ist gar keine kleine Ortschaft. Und die komischen, unfreundlichen Viecher, die da stehen, sind Piepers. Piepe-Zombies, weil das ist eine Tankstelle. Da werden wir definitiv nicht hingehen. Den gelben Schneeball werde ich auch definitiv nicht essen. So, ach Quatsch, hier rein. So. Dahin, jupp. Da ist noch ein gelber Schneeball. Aber die zwei weißen können wir mitnehmen. So. Den können wir auch noch mitnehmen. Dann würde ich sagen, das hier mal herstellen.
Ist das ein Blödsinn manchmal, echt? Ja. Jetzt waren wir zwar in der schönsten Kirche von Scum, aber sind auch der Toteste gewesen, weil ich zu doof war. Da die Viecher Platz zu machen. Das Problem war definitiv wahrscheinlich, ja, nicht nur definitiv, es war das Problem, dass ich halt wieder zu weit reingelaufen bin, dadurch auch den gepult habe, der schon am Altar lag. Wir hätten erstmal die zwei kalt machen müssen, die da waren. Und dafür hätte ich vielleicht auch die Türe auflassen sollen, um die rauszupullen. Und dann wäre das auch gegangen. So war es jetzt wieder mal. Ja, mein eigener Fehler. Wie gesagt, wir hätten die einfach rauspullen müssen. Dann hätte das einfach geklappt. Und wir würden da jetzt noch leben. Aber egal. Ja, ist ja auch so, dass wir. Ja, eigentlich hier sind, um Spaß zu haben, und wenn man halt mal stirbt, ja, dann ist es halt so. Also ganz ehrlich, fangen wir halt neu an. Es ist genug Zeug auf dem Server, es spawnt immer wieder neu. Klar ist es im ersten, ups, sorry, gerade Schluck auf gehabt. Klar ist es im ersten Moment ein bisschen, ja, nein, noch nicht mal traurig, aber es ist halt, man ärgert sich zwar im ersten Moment, aber ganz ehrlich, das ist ein Spiel, ne? Und jetzt so den wirklich krassen Loot hatten wir ja eigentlich auch noch nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Gut, damit ist jetzt auch dann hier Campingplatz und. Was wollte ich jetzt eigentlich hier? Keine Ahnung. Warum habe ich jetzt hier? Egal. Damit hat sich Campingplatz und Atomkraftwerk auch erledigt, aber genau, ich wollte ein Seil herstellen für den Fall, dass ich gleich auf irgendeinen Zombie treffe, der eventuell Lust hat, sich von mir töten zu lassen, damit ich einen improvisierten. Ach nee, geht ja gar nicht. Wir haben gar kein Nähzeug dabei, um einen Rucksack herzustellen. Also doch, um den Kurierrucksack herzustellen schon, aber ich meinte diesen aus Zombies mit. Wo ist denn das jetzt? Hier, diesen improvisierten Rucksack. Den können wir leider nicht herstellen. Dafür brauchen wir Nähzeug und wir bräuchten übrigens auch ein zweites Mal Baumrindenseil. Naja, gut, aber nichtsdestotrotz, es gibt hier ein kleines Örtchen, ein Städtchen. Da gehen wir jetzt mal hin. Und ich würde sagen, wir looten da erstmal. Gucken mal, was wir da so finden. Gleich finden wir, obwohl, nee, ich glaube, ein Auto. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Spieler sich hier schon im Schneegebiet rumgetrieben haben und eventuell ein Auto gefunden haben. Oder ob es hier überhaupt noch Autos gibt im Moment. Also hier im Gebiet meine ich, auf unserem Server gibt es auf jeden Fall noch Autos. Ach, jetzt weiß ich, was ich Depp eben auch wollte. Eigentlich wollte ich einen Bumm umkloppen. Nein, eigentlich einen Baum. Um, so. Um Knüppel herzustellen. Was ich eigentlich auch hier mehr feiern würde, so ein bisschen. Wenn man einen Baum umlegt, nicht, dass er direkt hier schon so in kleinen Einzelteilen liegt, sondern dass der Baum wirklich kippt. Wenn man den dann halt selber noch zerhacken muss. Von mir aus, dass dann hier solche Baumstämme fallen. Also das fände ich noch lustig. Wäre auch realistischer und würde vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß machen, als Bäume umzukloppen.
Die sind dann urplötzlich, liegen die schon, ups, liegen die schon in Baumstämmen da. Ich weiß, dass da vorne noch irgendwo ein Zombie war. So. Übrigens, zumindest haben wir wieder ein bisschen Geld in Lumpen zerteilen. So, das zerteilen wir auch in Lumpen. Dann müssten wir, wenn wir mal Glück haben, mit viel Glück. Guck mal, wir kriegen sogar so schon den improvisierten Kurierrucksack her. Hin. Ich weiß nur nicht, warum wir ewig so lange. Hat das was mit der Überlebensfähigkeit zu tun oder was? Die. Ne, Aufmerksamkeit kann es nicht sein. Irgendwas muss ja der. Mit irgendwas muss es zu tun haben, dass wir ewig so lange brauchen, um die Viecher her. Ach, um die Viecher, um das Zeug herzustellen. Was ist das? Wanderschuhe. Warum? Die lagen verdammt merkwürdig jetzt da mit der Sohle nach oben. Oh, schön. Schön. Das war jetzt wieder typisch Scum. Also mich hätte es auch nicht gewundert, wenn andersrum da noch irgendjemand drin gesteckt hätte. Kopfüber hier raushängend oder so. Ah, da ist der Zombie. Okay, da sind sogar zwei Zombies. So, dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen leiser sind. Ein bisschen leiser klappt leider nicht. Es sei denn, die kriegen das da draußen nicht mit. Und dass wir hier einen ihrer Freunde verhauen. Aber ich will den jetzt hier zerhauen. Verhauen, weil wir haben hier eine Jeanshose. Endlich mal eine Hose. Ne, das Messer brauchen wir nicht. Können wir direkt hier lassen. So. Gut, diesmal hören uns die Viecher auch nicht so direkt anscheinend. Hier oben war ich auch noch nicht drin. Bisschen leise vielleicht. Obwohl, ne, hier ist, ich weiß nicht, ob hier ein Zombie drin ist. Und wenn, werden wir es gleich mitbekommen. Ne, hier ist Gott sei Dank keiner drin. Aber leider auch kein Rucksack. Das wäre jetzt schön gewesen. Hüpf doch da mal drüber. So. Hier hätten wir ein Tankshirt. Okay, das hätte ich zwar gerne, obwohl, nee, das habe ich schon. Ne? Ich glaube, die Hose davon fehlt noch. Ein Akku hätten wir hier. Den brauche ich aber gerade auch nicht wirklich. Was ich gerade am meisten brauche, wäre definitiv ein Rucksack. Aber den scheinen wir hier gerade nicht zu kriegen. So, da liegt schon wieder ein Zombie. Nun fall doch um hier. Das ist doch... Aua, ha? Das ist wieder... Mann, kann doch nie sein. 13% Schaden. Naja. Ich blute ein bisschen, ja. Welch ein Wunder. So, da hätten wir mal einen. Das Ding hier können wir mal in Lumpen zerteilen. Und dann machen wir Stoffwechsel. Vielleicht kriegen wir dann hier das gleich auch direkt mal gestillt.
Gut, wir nehmen alle vier. Ist mir jetzt auch egal. Auch wenn es eigentlich schmutzige Verbände sind. Aber besser wie nix, ne? So. Das haben wir jetzt hier geschafft. Ja, da muss natürlich auch wieder einer liegen. Wäre ja sonst zu langweilig. Ey, fall doch jetzt um. Ich weiß eh nicht. Uah. Warum ich ewig so Energieprobleme, nicht Energieausdauerprobleme im Moment habe, ewig. Ah. Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig, aber gut. Gut, wir haben jetzt zumindest mal einen kleinen Rucksack. Auch wenn es nur dieser eklige Orange ist, aber besser wie gar nichts. Und da passt definitiv auch mehr rein. Und ja, besser so wie nix, ne? Können noch nicht mal einen improvisierten Quiver herstellen, weil wir kein Nähzeug haben. Was ist denn das hier? Eine Spitfire-Jacke. Jo, komm, die nehmen wir mal mit. Ich weiß nur noch nicht, warum hier Schuhe und Stiefel liegen. Es ist ganz merkwürdig. Also es wäre auch geil, wenn man sich hier an die Viecher ranschleichen könnte und die vielleicht mal so ein bisschen von hinten überraschen könnte, ein bisschen mehr Schaden machen könnte oder so. Das wäre da auch mal was Schickes. So, aber zumindest hat er noch ein bisschen Geld dabei gehabt. Das ist gut. Ab hier rein. Da ist nix. Eine rote Mütze. Nee, rot muss nicht sein. Ah, hier ist auch nicht wirklich irgendwas Vernünftiges, würde ich sagen. Ja, die Jacke sieht auch nicht mehr so wirklich toll aus, aber ich muss ja gerade gestehen, aussehen ist mir gerade ziemlich egal. Geht hier ums Überleben. Nette Damen habe ich hier auch schon ewig keine mehr gesehen, denen ich im Moment gefallen müsste. Aber man weiß ja nie, vielleicht kommt hier des Tages irgendwann eine nette Dame. Mit der man dann den Lebensabend verbringen kann. Ja, bis dahin finde ich bestimmt eine tolle Jacke. Nein, nein, Spaß beiseite hier. Im Moment, ja, wie gesagt, leider nur den kleinen Rucksack, aber besser wie gar nichts. So. Ich nehme jetzt auch nicht, oder? Nehmen erstmal mit. Wegschmeißen oder so können wir immer noch. Falls wir irgendwann mal was anderes finden. Geh doch jetzt hier auf. So. Das hat nur alles. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter hier außen rum und dann gucken wir uns innen um. Hüte. Hüte haben wir jede Menge. Ich will aber keine Hüte. Ja,
Der Vorteil eben an der Kirche war, wir hatten Essen und Trinken. Gut, hier haben wir Schneebälle, was ja auch Trinken ist, aber Essen leider nicht. Aber ich hoffe, das finden wir gleich auch noch so ein bisschen zusammen hier. So. Ah, da grummelt einer. Ich wollte gerade sagen, was war denn das jetzt schon wieder? Ah, okay. Für ein Geräusch. Uah. Bleib bloß liegen, du. Wurm. So. Und wir haben hier, genau, auf dem anderen Ding. Vor unserem Tod hatten wir Absinth. Hier leider nicht. Gut, das heißt, wir müssen hier noch Absinth suchen. Oder ganz viele improvisierte Verbände. Oder was weiß ich. Gut, das sind... wie heißen sie doch gleich? Kalium-Iodid-Tabletten. Für den Fall, dass wir verstrahlt werden. Ich hoffe nicht, weil ich... möchte ja hier nicht... mehr zum Atomkraftwerk von hier aus. So, sehr schön. Ein Nagel wäre was Schönes, aber nee, dafür finden wir hier keine Ahnung. Irgendwie ganz viel. Ja. Verbandszeug. Und was ist das denn hier? Das ist. Das hat eine. Ach nee, ein Hemd ist das bestimmt. Ich dachte, das wäre eine Unterhose, sorry. Wir finden aber auch leider kein Nähzeug. Was auch so ein bisschen schade ist. Stimmt. Unsere schöne Ananas ist ja auf dem anderen Charakter, auf dem toten Charakter. Wir können keine Ananas mehr essen. Ernsthaft. So. Hat die jetzt oder der jetzt hier einen Nagel dabei? Natürlich auch nicht. Warum sollte auch einer von denen hier... Na, Schrott. Na, war mir klar. War bestimmt seine Freundin oder so. Jetzt ist er sauer. Ja. Ich meine, gut, wenn man meine Freundin verhauen würde, wäre ich auch sauer. Kann ihn da voll und ganz verstehen. Da. Oh Mann, 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 irgendwie. Wir haben gar kein Glück im Moment, ne? Weder Rucksäcke vernünftig, also groß, noch Essen. Kein Nähzeug. Kein Nix irgendwie, naja. Wird dann eine Lebensaufgabe oder so? Na, hier wäre so eine komische Dingshose. Ne, lass mal. Ups. Hier hätten wir ein bisschen Schrott und Feuerstahl. Eine weiße Denkband. Ein bisschen Geld wenigstens. Da ist auch nichts, nein. Ah, da liegt schon wieder so eine Dame. Ein Fahrzeugreparaturset. Ja, ganz ehrlich, ich kann es leider gerade nicht gebrauchen, wenn ich ehrlich bin.
Ich finde aber gerade auch... Aua! Das ist doch schon wieder... Nicht wahr? So, schon wieder eine C1-Verletzung. Das ist, ja. Da, 1, 2, 3. Gut. Dann machen wir das jetzt hier mit. Erstmal heilen. Ja. Ha, jetzt bin ich schon wieder. So, ja, die Jacke hat die jetzt ganz geschrottet. Komm, ich zerleg die Dame dafür. Ich werde mich jetzt bitterlich rächen hier. So, Knochen, wo haben wir denn ihre Knochen? Da sind Knochen. Erstellen Knochennadel. Dort nochmal herstellen Knochennadel. Sehr schön. Wo haben wir denn die Haut der Dame? Haut, 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 Haut. Die hatte anscheinend keine Haut. Ich habe keine Ahnung. Die Haut hätte ich gerne. Und doch, da guck mal, Haut. Wo war sie denn jetzt? Oh. Da. Können wir mal mitnehmen, weil damit können wir gleich einen Quiver herstellen. Definitiv. So. Den nehmen wir jetzt hier raus. Da ist Mais. Obwohl, da könnte man... Wenn wir dann natürlich mal genug Mais finden sollten, mal einen mitnehmen. Den anderen könnten wir jetzt gleich essen, wenn wir einen finden. Jetzt finden wir natürlich keinen mehr. Ernsthaft? Mais! Ah, da. Essen. Naja gut, man kann natürlich auch Samen sammeln und die dann selber pflanzen. Aber das wäre ja gerade ein bisschen doof hier. So. Dann nochmal hier rein. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Vernünftiges, brauchbares. Killt, nee. Ah, ne. Wir gucken nochmal hier in die Garage. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, Sie sehen, wir haben hier ein bisschen Geld. Nochmal 38er Patronen. Wenn ich dann auch mal eine 38er Knarre finden würde, wäre das auch geil. Aber die finde ich ja auch nicht zurzeit. Die sind irgendwie manchmal, habe ich so das Gefühl, wie ausgeflogen. Also ich habe momentan, was so Revolver angeht, echtes Defizit. Weil ich finde die weder im Bunker noch in Häusern noch sonst irgendwo. Toll, hier wäre jetzt übrigens so ein Kabel gewesen. Faden, Kabel, nee, Draht. Draht war es, aber ich weiß auch nicht, ob der reichen würde. Das auf jeden Fall wieder rein. Das schmeißen wir hier weg. Und, ne, 45er brauche ich auch nicht. Wir könnten natürlich ein Schwert herstellen, wenn wir ein vernünftiges Gummi finden würden, aber da tun wir ja leider definitiv zurzeit auch nicht. Ne, also 80, 85 sollte es schon haben, am besten sogar noch höher. Und dann vor allen Dingen auch gute Werte an Schrott. Wow. Gut. Ich komme ja schon, helfe dir ja schon hier. Alter, mach doch nicht sowas hier. Schockt er mich gerade. So, wir hätten schon wieder eine tolle Hose. Die hat sogar mehr Prozent als die, die wir jetzt haben.
Wir packen das mal hier rein, dann ziehen wir die Hose hier an. Die lassen wir, die können wir mal mitnehmen, solange wir nichts anderes haben. Butter möchte ich vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Ist auch nicht, das hat nur noch 41%. Ah, das ist wieder. Ah, hier. Oh, Geld, Geld, Geld ist immer gut. Geld nehmen wir mit. So, dann schauen wir hier in die Mülltonne. Da ist ja nichts drin. Hier könnten wir Geld einzahlen, wenn wir irgendwo. Hä? Wo ist denn hier ein ATM? Wo ist hier bitte so ein Automat? Ah, hier. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, die verarschen einen. Zeigen an, hier ist ein Automat und hier ist gar keiner. Aber doch, da steht einer. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt müssen wir. Da ist schon wieder so ein Zombie, so ein blöder, so ein. Da. Den lassen wir einfach draußen stehen. So, was haben wir hier? Vitaminpillendose, das ist sehr schön. Ja, der weiß noch nicht, dass wir heute nicht mehr rauskommen. So, wir hätten hier noch eine Truckerjacke. Ich weiß gar nicht, obwohl doch, die ist sogar größer wie die, ne? Nee. 2, 3, 6, 9. Ah, scheiße. Wir ziehen dann doch wieder die Spitfire-Jacke an, in der Hoffnung, irgendwann mal ein Nähzeug zu finden. Ich wusste gar nicht, dass die Spitfire-Jacken so viel größer sind. Inventar öffnen? Na, nee. Den lassen wir das. So, da einmal bitte leider hoch. In B0 ist der nächste Airdrop. So. Ja, wir verlassen heute das Haus nicht mehr, weil ich gesehen habe, dass wir schon 30 Minuten sowas von voll haben. Deshalb werde ich jetzt hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ich sage erstmal ciao, der Falli.